Um das wahre Potenzial einiger Autos zu ergründen, müssen diese eigentlich entsprechend eskortiert werden. Beim neuen Audi S3 wäre dafür ein echtes Safety Car genau richtig. Weil es in der dritten Generation des S3 diesen erstmals als Cabrio gibt und dieses in Schweden vorgestellt wurde, ist die Mission natürlich klar. Wie die Engländer sagen, we race topless. Klingt ein wenig verrückt, ist es auch. Das S3 Cabrio tritt optisch elegant auf. Weil es auf der Limousine basiert, wirkt es gestreckt und ausgewogen proportioniert. Zu erkennen ist das sportliche Topmodell an der typischen Frontschürze, den seitlichen Schwellern und dem Heckstoßfänger mit integriertem Diffusor. Im Innenraum sind es die Alu-Dekore, die grauen Instrumente und die serienmäßigen Sportsitze, die den S3 verraten. Angetrieben wird das S3 Cabrio von einem 2-Liter Vierzylinder-Turbo, der stramme 300 PS leistet. 380 Newtonmeter reichen völlig aus, um das S3 Cabrio aus dem Stand auf Landstraßentempo in nur 5,4 Sekunden zu katapultieren. Da dieses Cabrio den grandiosen Quattro-Antrieb serienmäßig an Bord hat, gelingt diese Übung selbst auf Schnee und Eis ohne Probleme. Das ist auch das Besondere am S3 Cabrio. Es ist das einzige in seinem Segment, das mit 4 angetriebenen Rädern zu haben ist. Das Handling ist sehr agil, weil die Ingenieure es trotz Frontmotor geschafft haben, mit dem Verhältnis von 56:44% fast die perfekte Balance zu erreichen, werden Kurven zu einem echten Spaß. Und da Audi verspricht, dass das wohl die sinnlichste Art ist, ein Cabrio der A3-Baureihe zu fahren, darf das Wetter kein großes Hindernis sein. Selbst schwedisches Wetter ist kein Grund, das Dach zu schließen. Jacke an, die Heizung voll aufgedreht und den Nackenföhn auf höchster Stufe nehmen minus 3 Grad und leichtem Schneefall den Schrecken. Die Gänsehaut beim Fahrer kommt nicht von der Kälte. Dafür ist ganz alleine der Sound verantwortlich. Der Motor darf ganz auf Sportskanone machen und beim Gangwechsel fröhlich mit Zwischengas in den Auspuff bollern. Man muss nicht unbedingt ständig offen fahren. Die Versuchung, das zu tun, ist aber riesengroß, solange es nicht in Strömen regnet. Und für alle, die es nicht glauben wollen, das Verdeck lässt sich wirklich schließen. Innerhalb von 18 Sekunden heißt es dann geschlossene Gesellschaft. Das wäre sogar während der Fahrt bis zu Geschwindigkeiten von maximal 50 km/h möglich.